Herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem Politmagazin im Februar. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Wichtigkeit des bayerischen Ehrenamts und wir diskutieren eine stärkere Einbindung der Bürger in die Politik bei wichtigen Entscheidungen. Und im Plenum TV kontrovers steht uns Jürgen Mistzoll vom Bündnis 90 Die Grünen Rede und Antwort zum umstrittenen Freihandelsabkommen mit den USA, genannt TTIP. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Michaela Kaniba, 37 Jahre alt, verheiratet, drei Töchter und Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Mehr als 51% der Wähler haben Michaela Kaniba als Stimmkreisabgeordnete in den Landtag gewählt. Ich komme aus einer sehr großen Familie, habe drei Kinder, bin verheiratet und habe wahnsinnig viele Cousinen und Cousins. Allerdings auch natürlich zwei Geschwister, die eben wiederum auch Kinder haben. Also es verbreitet sich sehr, sehr gut und wir haben einen starken Zusammenhalt. Und das ist auch meine Rückenstärkung und auch meine Bodenhaftung, die ich brauche, um auch gut arbeiten zu können. Michaela Kaniba ist eine politische Seiteneinsteigerin. Sie hat sich 2006 gemeinsam mit anderen Müttern gegen das damals in Kraft getretene bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz engagiert. Und ich bin dann zur CSU gegangen und habe mich da aktiv für viele Dinge eingesetzt und bin halt dann in den Ortsverband der CSU Bayerische Gemeinden beigetreten und dann so langsam Schritt für Schritt in den Kreisverband der CSU und habe dann 2012 die Möglichkeit gehabt, den CSU-Kreisvorsitz im Berchtesgadener Land die Wahl damals für mich zu entscheiden. Sie hat damals auch schon im Abgeordnetenbüro von Roland Richter gearbeitet. Seit September 2013 ist sie seine Nachfolgerin. Für uns muss es ganz klar heißen, wo möchte unsere Region hin? Für meine Frage ganz offen, auch der Tourismus muss hier weiter vorangetrieben werden. In Bayern hat der Bürger über sein Wahlrecht hinaus so viele Beteiligungsmöglichkeiten wie in keinem anderen Bundesland. Doch alle Fraktionen wollen den Bürger noch stärker einbinden. Während die CSU auf unverbindliche Volksbefragungen setzt, fordern die anderen Fraktionen verbindliche Volksabstimmungen. Ja, wir wollen das Institut der Bürgerbefragung, genau der Volksbefragung, nun auch mit Leben erwecken. Wir haben jetzt die gesetzlichen Grundlagen dafür auf den Weg gebracht und wir hoffen, dass damit diese Koalition mit dem Bürger noch mehr Einfluss gewinnt. Dieses neue Instrument der Staatsregierung ist deshalb eigentlich schlecht, weil nur die Staatsregierung kann diese Volksbefragungen initiieren und die Mehrheit des Landes. Das heißt, es gibt keine Minderheitenrechte. Die Staatsregierung kann selber entscheiden, wann sie wen zu welchem Thema befragt, wenn es ihr gerade passt. Und das andere ist, die Antwort ist nicht verbindlich. Die Meinung wird mir ja nicht einfach vorbeigehen, sondern man wird die sehr ernst nehmen. Also ich finde es gut. Meine, Bayern hat ja eine hohe Tradition, was also Bürgerbeteiligung betrifft. Wir haben ja die höchste Anzahl an Volksentscheiden im Bayern und ich denke, das wird ein weiteres Instrument auf dem Weg zum modernen Bürgerstaat. Das wollen wir ja alle haben. Das halten wir für richtig. Der Souverän, das Volk, der Wähler, sollen über möglichst viele Dinge auch originär und selbst entscheiden können. Das haben wir heute diskutiert. Im Gegensatz zum Vorschlag der CSU wollen wir aber nicht nur eine unverbindliche Befragung. Aber mir wäre eigentlich viel wichtiger, darüber zu sprechen, wie wir die Menschen vor Ort in den politischen Prozess einbinden können. Das kommt mir bei der Debatte ein wenig zu kurz. Ich habe zum Beispiel auch den Bürgerdialog vor Ort ins Leben gerufen, einen Ideendrucksack. Bei mir im Stimmkreis ist es zum Beispiel oder auch Gespräche mit Bürgern in Bürgersprechstunden vor Ort. Das ist fast noch wichtiger, damit die Politik den Kontakt zu den Bürgern nicht verliert. Wenn man die Bürger nach ihrem Wunsch fragt oder nach ihrer Meinung fragt und es würde ein deutliches Votum für oder gegen etwas sein, ist das nicht auch eine Handlungsempfehlung? Es ist natürlich eine Handlungsempfehlung, wenn man die Bürgerinnen und Bürger befragt hat. Das kann man dann nicht einfach vom Tisch wischen. Wir haben ja auch die entsprechenden Befragungen zum Beispiel beim Thema Olympia in München gehabt. Das hat die entsprechenden Konsequenzen gehabt. Und das ist natürlich ein sehr starkes Instrumentarium, wo die Bürgerinnen und Bürger ihre Interessen auch artikulieren können. Aber im Grunde ist es ein Herrschaftsinstrument. Da kann sozusagen die Staatsregierung bzw. die Mehrheit im Landtag kann bestimmen, über was abgefragt wird. Und wenn dann das Ergebnis nicht passt, dann muss man sich auch nicht daran halten. Und wir wollen da ganz verbindliche Sachen. Wenn also eine Abstimmung erfolgt, dann soll das auch entsprechend umgesetzt werden. Kommen wir zu einem anderen Thema.
Das Ehrenamt ist in Bayern eine wichtige und fundamentale Einrichtung. Ohne die vielen freiwilligen Helfer, vor allem im Sozialsystem, wäre Bayern vor große Probleme gestellt. Darin sind sich zumindest alle Politiker einig. Damit dieser Wichtigkeit auch Nachdruck verliehen wird, plante ein runder Tisch den Bayerischen Ehrenpreis. Dieser soll mit 100.000 Euro dotiert sein. Doch wann er kommt und wie hoch dieser Preis tatsächlich ausfallen wird, ist noch ungewiss. Vergeben werden soll der Ehrenamtspreis im nächsten Jahr 2016. Die Summe liegt bei 75.000 Euro. Die Opposition hat hier 100.000 gefordert. Macht es natürlich leicht, weil irgendwo muss ja die Gegenrechnung kommen. Aber ich denke, für den Einstieg ist das einmal ein hervorragendes Zeichen, damit man das Ehrenamt dadurch würdigen kann. In vielen Sonntagsreden betonen ja die Politiker immer wieder, wie wichtig es ist, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Aber bei der Umsetzung hapert es dann meistens, dass man auch diese Menschen dafür ehrt. Hier ist jetzt ja geplant, einen Ehrenamtspreis zu verleihen. Aber wann? Bayern ist natürlich gar nicht vorstellbar und ist nur deswegen auch so lebenswert, weil wir sehr viele ehrenamtlich Tätige haben. In allen Vereinen, Verbänden, in allen Dörfern sind sie präsent und schaffen auch Heimat. Deswegen ist es besonders wichtig, Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken. Wann dieser Ehrenamtspreis kommt und in welcher Höhe, das steht noch in den Sternen. Ich bin ja Mitglied im Haushaltsausschuss, aber ich habe bisher noch keinen Betrag entdeckt. Wenn wir das Ehrenamt insgesamt auch mit erhöhten Steuerfreibeträgen im ehrenamtlichen Bereich, bei den Sportvereinen, bei den Schützenvereinen und bei allen, die ehrenamtlich tätig sind, hier vorweisen können, dann zeigt das auch, dass wir gemeinsam hier einen richtigen Weg eingeschlagen haben. Der bayerische Staatshaushalt im Doppelhaushalt 2015-16 enthält nichts. Und jetzt stellt die Staatsregierung in Aussicht, ja, man berät da mal drüber und mal sehen, was dann der Berg kreist. Das heißt, dem Ehrenamt wurde etwas versprochen, aber es wurde dann gebrochen. Und das halte ich für sehr bedauerlich. Der Ehrenamtspreis ist meines Erachtens jetzt etwas, was eher in die Zukunft reicht. Wir haben ja den Bürgerpreis des Landtags. Also ich persönlich sehe jetzt nicht den Riesenbedarf, den sofort einzuführen. Plenum TV kontrovers, diesmal das Thema TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen Deutschland und den USA. Zu diesem Thema begrüße ich Jürgen Mistoll vom Bündnis 90 Die Grünen. Guten Tag. Grüße Sie. TTIP, also das Transatlantic Trade and Investment Partnership. Was ist das denn genau? Ja, TTIP oder wie man in Brüssel auch sagt, TTIP, ist tatsächlich ein transatlantisches Freihandelsabkommen, das zurzeit verhandelt wird, transatlantisch zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Das soll dazu führen, dass eben der Handel zwischen diesen beiden Handelsgebieten freier wird, als er jetzt schon ist. Also wir haben ja bereits viele Abkommen von Seiten der Europäischen Union oder teilweise auch von Einzelstaaten. Die gibt es schon. Und jetzt soll also versucht werden, mit einem großen, umfassenden Abkommen hier noch zu einer Angleichung zu kommen. Gibt es denn da jetzt Vorteile? Ich höre aus dem Mittelstand und auch aus der Autoindustrie, dass die ja dieses Freihandelsabkommen stark begrüßen. Auch die SPD ist dahinter, dass der Abschluss getätigt wird, weil sonst das Ganze zu spät sein könnte. Also welche Vorteile hätte man damit? Also wir Grüne sehen das transatlantische Freihandelsabkommen deutlich kritischer, als das jetzt die SPD sieht und insbesondere natürlich auch die CSU. Es gibt sicherlich auch Vorteile von so einem transatlantischen Freihandelsabkommen. Ich bin aber jemand, ich komme aus der Kommunalpolitik, da nimmt man sich immer den Problemen an, die sich einem wirklich so präsentieren. Und sicherlich gibt es irgendwelche technischen Normen, zum Beispiel in der Autoindustrie, dass da irgendwelche verschiedenen Grundlagen da sind, wie Blinker auszusehen haben. Wenn man sowas angleichen kann, dann ist das sicher ein Vorteil, aber dann sollte man wirklich nur die Probleme, die sich tatsächlich stellen, die sollte man lösen und nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Das wird nämlich mit dem TTIP-Abkommen versucht, dass man also ein ganz umfassendes Abkommen da auf den Weg bringt, das dann wirklich auch negative Effekte hat, die man heute vielleicht noch gar nicht so richtig abschätzen kann. Man, sicherlich ist es so, wir haben natürlich gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die gerne auf den amerikanischen Markt drängen, wobei man auch sagen muss, die warten nicht unbedingt auf TTIP und
Nicht nur die großen Player in Deutschland sind ja schon in den Vereinigten Staaten auch aktiv, auch viele kleine und mittelständische Unternehmen sind seit Jahren, seit Jahrzehnten auf diesem Markt aktiv. Und auch was landwirtschaftliche Produkte, bei uns wird er mit großer Qualität auch erzeugt, auch das funktioniert. Also wir haben zum Beispiel in der Fraktion den amerikanischen Generalkonsul, den Herrn Möller, vor fast einem Jahr mal zu Gast gehabt und der hat dann dafür geworben, natürlich für dieses Freihandelsabkommen, und hat gesagt, ihr habt doch so gute landwirtschaftliche Produkte und die wollt ihr doch sicher verkaufen bei uns. Und wir haben einen Biobauern in der Fraktion, den Uli Leiner, und der hat dann gesagt, ja, ich habe meine Schafzucht seit Jahrzehnten gehabt, bis er in den Landtag eingezogen ist, und er verkauft schon seit Jahrzehnten seinen Käse auch in die Vereinigten Staaten. Also das geht offensichtlich jetzt auch schon. Das heißt, man bräuchte eigentlich gar kein Freihandelsabkommen als solches, weil man bereits schon die Kontakte hätte als solches. Aber wie schaut es denn aus zum Beispiel mit dem Wegfall der Zölle? Also wir hatten im Europaausschuss vor gut einem Jahr den Herrn Schlegelmilch von der Europäischen Kommission zu Gast. Der hat uns damals einen Sachstand berichtet und auch davon gesprochen, dass wir, was die Zölle angeht, ungefähr 4% haben. Das ist relativ niedrig. Da sieht man, dass in der Vergangenheit ja durch andere Abkommen schon das Ganze abgesenkt worden ist. Das ist ein Durchschnittswert, diese 4%. Also es gibt sicherlich Branchen, die deutlich über dem Durchschnitt liegen, aber dann sollte man sich diese Branchen vornehmen und schauen, wie man da mit den Vereinigten Staaten zu einer Lösung kommt und eben nicht irgendwas macht, was also dann alle Bereiche betrifft, wie zum Beispiel auch die Landwirtschaft, ist einer der Punkte, wo die grüne Kritik deutlich greift. Wir haben zum Beispiel ungefähr die gleiche Fläche, die landwirtschaftliche Fläche in den Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union, was mich erstaunt hat, weil die USA natürlich sehr viel größer sind, haben aber nicht so viel fruchtbares Land, das da entsprechend für die Landwirtschaft zur Verfügung steht. Wir haben aber die Situation, dass in den USA gerade einmal 150.000 landwirtschaftliche Betriebe da sind, während wir in der Europäischen Union 12 Millionen landwirtschaftliche Betriebe haben. Da sieht man schon mal deutlich, wie unterschiedlich Landwirtschaft auch organisiert ist. Und wenn wir natürlich da zu einer Vereinheitlichung kommen, dann ist der Druck auf unsere Landwirte zu wachsen und günstiger zu produzieren, der nimmt natürlich immens zu. Und da sollten eigentlich gerade unsere Landwirte, der Bauernverband, die müssten eigentlich ganz vorne stehen und sagen, so nicht. Passiert leider nicht so, aber das ist wirklich aus unserer Sicht ein großes Problem, das mit TTIP einhergehen würde. Weil Sie es gerade angesprochen haben, global gesehen, könnte man doch durch dieses Freihandelsabkommen die Rolle Deutschlands stärken mit so einem großen Partner an der Seite? Also jetzt auf die Zukunft gesehen. Das kann man durchaus machen, aber wie gesagt, das muss man nicht mit einem großen Freihandelsabkommen machen, das kann man problemorientiert tatsächlich angehen. Und das wird natürlich auch immer von den TTIP-Befürwortern gesagt, so ungefähr, ja, wenn dieses Abkommen scheitert, dann wird es andere Areale auf der Welt geben, was weiß ich, der asiatische Raum, die werden dann mit den Vereinigten Staaten ein entsprechendes Handelsabkommen machen und dann fällt sozusagen Europa hinten runter. Ich halte das für vorgeschobene Argumente, weil ja der Handel zwischen den USA und der Europäischen Union jetzt schon gut funktioniert. Also wir haben da einen großen Austausch von Waren und insofern sehe ich eben nicht den Bedarf für dieses große, weite Abkommen, das da momentan verhandelt wird. Das große Gesamte. Ich verstehe. Herr Mistol, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und uns TTIP aus einer anderen Perspektive erklärt haben. Und das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.